Der Moment, von dem ich gesprochen habe, nämlich da um die Ecke dann. Da ist er. Ach, und Tote da, Tote dort. Ja, es ist ich habe mich einfach entschieden, zu leben. David, da war vorher noch überhaupt kein Wasser. So, hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Scott. Ich mache heute auf den Weg auf einen der aller schönsten Strände auf den Phi-Phi-Inseln. 100%. Ich bin nur leider etwas spät dran. Ich wollte es vermeiden, dass die Sonne bereits aufgegangen ist, weil es ein langer und breiter Weg ist und deswegen nicht die Sonne stark erwischen wird. Definitiv. Es ist jetzt so, wie es ist. Alles okay. Das Lustige ist, ich war ja schon einmal auf diesem Strand, habe mein Rock-Video gedreht. Das kann ich dir hier oben verlinken, links. Hier. Und machst dir einen neuen Fenster auf, sonst wirft dich YouTube aus diesem Video und das wollen wir nicht, das will keiner. Hier springen Fische aus dem Wasser und wieder rein. Wenn ihr das sehen könntet, ultra cool. Und da ist sowas von wunderschön, der Strand. Obwohl es wirklich ein extrem langer Weg ist, nehme ich dich jetzt wieder rum mit und tu mir das nochmal an. Es ist ja eigentlich cool und ein Abenteuer. Und das nächste, über das wir sprechen werden in diesem Video, ist, warum ich tatsächlich und eigentlich nach Thailand gereist bin, wo wir ja zu Hause die Krise und alles hatten. Das erkläre ich dir alles hier und on board. Aber zuerst müssen wir mal auf den Mittelteil der Insel, dann muss ich das Kajak darüber tragen und dann wiederum auf der anderen Seite absetzen, wieder in den See stechen. Und dann sollte Nui Bay schön langsam in Sicht sein. Also, Fitness-Workout für heute, rudern. Zum Glück habe ich ein Ruderleiberl an. Ich bin jetzt auf der anderen Seite, aber das war echt das Anstrengendste. Das Kajak darüber schleppen, du hast es gesehen, ist anstrengender als die ganze Paddeltour selber. Das hat mich kurz fertig gemacht, hab rasten müssen, sondergleichen. Das in aller Früh, aber geschafft. Und zu dem, oh, eine Nachricht kommt hier auch irgendwo. Und zu dem Zipfel da vorne möchte ich unbedingt hin. Denn als ich hier eben das erste Mal war, wenn man da um die Ecke kommt, der Anblick ist dann gewaltig, überwältigend, fast nicht zu begreifen. Ein kleines Stückchen liegt noch vor mir. Ich denke, wir gehen das jetzt an. Aber ja, noch zu dem Thema, warum habe ich mich eigentlich dafür entschieden, nach Thailand zu reisen? Also das, was da zu Hause abging, jeden Tag diese Panikmache und Tote da, Tote dort. Ja, es ist eine schlimme Krankheit. Ja, sie existiert.
aber diese übertriebene Panikmache. Ich habe da Schlagzeilen gesehen, wo ich am Zeitungsstand vorbeigegangen bin. Frau verliert Arm, also den ganzen Arm wegen Corona. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Video sogar erwähnt, weil das so heftig ist. Ich meine, die Angst ist unter den Menschen schon so groß, ohne solchen Artikel. Wieso muss man noch mehr Angst schüren, noch mehr Panik? Das ist eine Spirale, die geht quasi ins Unendliche, in Richtung Angst, Schrecken und was weiß ich was alles. Und ich konnte das nicht mehr sehen. Man kommt einfach dem Ganzen nicht mehr aus, auch wenn man den Fernseher nicht einschaltet. Man geht auf der Straße, die Leute strecken die Faust aus, dass man nicht in die Nähe von denen kommt. Und alle nur mehr einen Grant, einen Zorn in sich. Man sieht das an den Gesichtern, noch schlimmer als es ohnehin vor Corona schon war. Wien, da ist jeder eigentlich immer mit einem gesunden Grant unterwegs, also etwas grantig sowieso schon, Standardeinstellung. Ich dachte mir, das kann es nicht sein, ich möchte eigentlich leben. Da drüben ist immer ein schöner Strand, das ist Monkey Beach. Und ich möchte leben. Ich möchte nicht leben und dahin vegetieren und einfach nur existieren. Das, was die zu Hause eben machen für die Gesundheit, ja, ich beurteile das nicht, ob das richtig oder falsch ist. Jetzt kommt ein bisschen ein Winter. Aber das ist gegen meine Gesundheit und gegen das Leben. Und das ist einer der Gründe, vielleicht erläutere ich das nachher noch genauer, warum ich hier bin. Ich fühle mich so frei, so gesund und jetzt kann ich eigentlich mein Leben leben und ich komme schon langsam dahinter, was eigentlich der Sinn des Lebens ist, nämlich es zu leben. Egal, Aufgabe hin oder her, du musst das in deinem Leben erledigen, dorthin reisen, dieser Person Menschen helfen, was weiß ich, ein Leben retten, keine Ahnung. Der Sinn des Lebens ist einfach es zu leben und zu Hause sich einzusperren. Meines ist es nicht, aber ich respektiere alle Meinungen da draußen und ich verstehe auch die Leute, die Angst haben, eben wegen dieser Panikmache. Ich bin nicht einer, der sagt, wow, also du hast ja einen Schaden, so ist ja alles harmlos. Nein, ich verstehe die Angst und ich denke, wir sollten eher wieder alle zusammenfinden, als uns zu trennen. Wenn einer herkommt und sagt, hey, ich habe die Angst vor Corona und ich brauche mehr Maßnahmen, okay, dann ist das so. Und der handelt ja aus einer Angst heraus und nicht, weil er mich ärgern möchte. Ich glaube, das muss man mal verstehen. Genauso möchte aber ich auch verstanden werden, dass ich meine Freiheit suche. Weil für das bin ich auf dem Planeten hier. Sterben kann ich jeden Tag von allen Dingen. Hier, ein Haifisch kann auftauchen, irgendwas, ich kann ersaufen. Die Gefahr ist weitaus höher. Rein rechnerisch gesehen, wenn man den Profis vertraut und den Virologen und was weiß ich was alles, als dass ich als junger Mensch gesund und fit an Corona sterbe. Sicher gibt es die Möglichkeit, sicher. Aber ich kann genauso von einem Auto überfahren werden, wo hier die Statistik in Thailand höher ist. Da stirbst du sicher 10-fach eher an einem Autounfall als wie an Corona. Und ich vertraue da diesen ganzen Medienleuten, nicht den Verschwörungstheoretikern. Verlasse mich auf die Zahlen. Da ist meine Chance an Corona zu sterben 0. Okay, weiter geht's. Nehme ich jetzt dorthin. Das soll aber alles nicht in Corona-Zeug hier ausarten, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich möchte keinen so einen Corona-Kanal, wo es dauernd ja genau um das geht, von dem ich ja flüchten möchte. Also Themenwechsel, wir konzentrieren uns auf die schönen Seiten. Ich kann dir versprechen, du wirst von dem Strand einfach umgehauen, weggeblown, blown away, so heißt es ja. Aber ein bisschen durstig bin ich auch. Aber ich fühle mich hier frei, alleine auf dem Meer. Das Wasser ist zwar hier draußen dunkel und tief, komme ich schon besser damit zurecht, aber ich bin ja nicht der Wasserfan, das ist nicht mein Element, auch das wisst ihr vielleicht schon, wenn du schon länger meinen Kanal verfolgst. Das hat gut getan und schön langsam werde ich hier zum Wassermeeressportler. Jetzt kommt gleich der Moment, von dem ich gesprochen habe, nämlich da um die Ecke dann, da ist er. Und jetzt die Kamera wieder auf dem Boot und dann bekommt sie genau den Moment mit und den schönen Anblick.
Also hier endlich angekommen in meinem Planschbecken oder in einem der Planschbecken hier wieder mal liebes 9000 wie immer, Level 9569. Und ich kann nur eins sagen, das ist so gesund für die Seele, so gesund für den Körper, so gesund für Leib und Seele. Einfach das Wasser spüren, Wind ist jetzt gar keiner da, aber sonst eine kleine Windbrise, den Sand greifen. Und ich musste das einfach tun, leben. Die Fische, könnt ihr die hier sehen? Und es ist einer der wunderschönsten Strände der ganzen Welt. Und ich frage mich immer, wie lange gibt es diese Strände hier schon oder das Gebilde, wie es jetzt aussieht, bevor die Erde vom Urknall irgendwie später rausgefetzt worden ist. Gebt mir da mal Unterricht, ich befasse mich da sehr wenig eigentlich, wie unsere Welt genau entstanden ist. Aber ein paar Millionen Jahre muss es das schon geben. Jetzt stelle ich das mal vor, diese ganzen Felsen und all das hier. Und erst jetzt kommen Menschen hierher. Seit ein paar hunderten oder tausenden Jahren noch mehr Fische hier. Es gibt ganz viele Fische da. Jo, und ich habe mich einfach entschieden zu leben, zumindest für 90 Tage. Keine Ahnung, was dann passiert, aber ich werde, wie es aussieht, nicht 60, sondern insgesamt 90 Tage da sein, weil es einfach so wunderschön ist. Da ist eine kleine, winzige, mini, mini, mini Höhle und die möchte ich mir jetzt auch noch ansehen. Ah. Ziemlich geil, oder? Ein Mini-Raumspalt. Lass uns mal schauen, wie weit ich mich ins Wasser traue mit einer über 3000 Euro Kamera. Es ist so tief. Vielleicht noch einen Schritt weiter raus und ich bin dann ganz unter Wasser. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich da mit dem Kajak oder noch weiter draußen angelegt habe? Da war vorher noch überhaupt kein Wasser. Und jetzt kann man da bald nicht mehr stehen. Ebbe und Flut. So, ich habe mich jetzt zurückgezogen hier in die kleine Höhle, weil ja die Sonne extrem runterbrennt und einen enormen Sonnenbrand werde ich wieder als Souvenir mitnehmen von dem heutigen Tag. Aber der Tag war einfach fantastisch und unglaublich wieder einmal. Und was ich nur sagen möchte mit dem Ganzen, was ich da heute erzählt habe, ich möchte dich inspirieren und ich hoffe, ich kann dich mit meinen Videos inspirieren. Das heißt nicht, dass du exakt und eins zu eins dasselbe machen musst und auf diese Insel hier reisen möchtest, solltest oder was auch immer. Nein, du kannst das natürlich, wenn du das machen möchtest und lieben würdest zu tun. Aber ich möchte nur eines sagen, nämlich wenn du es noch nicht tust, starte zu leben. Das ist alles, was ich sagen möchte und das Video möchte ich mit diesen Worten abschließen. Vielleicht ist dir da etwas, was du schon immer mal machen wolltest, irgendein Ziel, das du verfolgst. Egal was es ist, vielleicht konnte ich dir einen kleinen Anstoß geben, den ersten Schritt zu setzen, in die richtige Richtung zu gehen und das dann auch zu tun. So, das war's schon. Zu viel gelabert eigentlich auch. Hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich konnte dich auch ein bisschen mitnehmen und du konntest auch diese Urlaubsstimmung und Beach Adventure, Kajak, Wasser, Dingsbums, Abenteuerstimmung bei dir zu Hause spüren. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und je nachdem, wann du dieses Video angesehen hast, wir sehen uns bestimmt im nächsten und ciao. Wow. Auf geht's nach Hause.